Willkommen zurück bei Bohemia Interactive. Wir sind immer noch hier zu Besuch und wir lassen uns immer noch die E3 bzw. die Alpha-Demo von Arma 3 zeigen. Und diesmal sind wir unter Wasser. Eine totale Neuerung für die ganze Serie, denn das gab es noch nie. So, Jay, we are underwater now. This is completely new. No armor or Operation Flashpoint game ever did this. Why did you do it? Why can we go swimming now? Oh, it's a good question. I think the best way to talk about it is thinking about it as simply a logical extension of what Arma was all about anyway. It's another element of freedom. It's another way to get around the battlefield. And it's just something we were interested in doing. Also das war im Grunde genommen, unter Wasser zu gehen, war eigentlich nur ein logischer Schritt für die Serie. Denn in Arma geht es eben um Freiheit, darum alles machen zu können. Und dazu gehört eben auch, unter Wasser zu gehen. Und ja, das war der logische nächste Schritt. So, in terms of gameplay, what can we expect, what can we do underwater? We see here we are in a sort of a small submarine. What are you going to do with this? What we're seeing at the moment, the content that you see on the screen at the moment, is a swimmer delivery vehicle. So here we're just navigating our way towards our objective, which is just in front of us. There are a couple of enemy divers up ahead, and they're guarding a couple of underwater mines. So it's quite simple. We go clear out the divers, clear out the mines, maybe make way for a beachhead assault the next day. Also hier in der Demo-Mission sollen wir gegnerische Taucher ausschalten und Minen entschärfen, um zum Beispiel eine Landung der Truppen zu Wasser zu ermöglichen. So könnte man das zumindest in eine Mission einbauen. Will this be part of the multiplayer as well? Can we see multiplayer battles underwater? Most certainly. I'll be interested to see what the community gets up to with it. Again, talking about this idea of freedom, maybe it doesn't have to be a game mode on its own. Maybe it can be part of, we see a helicopter above us, for example. I like to think of scuba as just complementary to other parts of the game. We can get out the water, we can go back on dry land, we can get up and into a helicopter. It's probably worth mentioning, this isn't a separate game within our game. It's all connected. Also bei Arma 3 hängt alles zusammen. Das ist also nicht irgendwie ein separater Teil des Spiels, sondern eben wirklich Teil des Spiels. Und deshalb ist es auch Teil des Multiplayers. Die Community, die Entwickler sind sehr gespannt darauf, was die Community aus dieser neuen Umgebung, aus diesen neuen Möglichkeiten herausholen wird. Aber wie gesagt, man wird das alles im Multiplayer auch spielen können. Also wer unter Wasser kämpfen möchte, wird das können. Und is this already part of the campaign, or is this more like you're giving the players who want to play with the editor a new tool, or did you already implement it into some solo missions or the campaign? Well, when we develop anything for Arma, we have to think about both things. This is there are some campaign missions which involve you being underwater and doing something similar like this. But at the same time, everything we add to Arma, we have to think, can the community use it? What kind of things will they want to use it for? What kind of gameplay or extra features do we need to add to be able to make it a fun environment to play in? Also bei allem, was Bohemia Interactive mit Arma 3 macht, müssen Sie immer daran denken, einerseits klar, wie können Sie das selbst ins Spiel einbauen, und andererseits, was wird die Community damit machen? Jetzt hat er mir die Frage nach, ob das nun tatsächlich Teil einer Kampagne oder einer Mission, die von Hause aus drin sind, noch nicht beantwortet. So, on the point, will it be part of the campaign? Absolutely. Also es wird absolut Teil der Kampagne sein. Also man wird auch mal eine Tauchmission haben. Das sieht nach einer recht abwechslungsreichen Kampagne aus, die da auf uns zukommt. What other kind of underwater vehicles will we see? Is it like going to be an atomic submarine or stuff like that? Or, well, we do have a model of a submarine in-game. It's not currently playable. It's quite a large nuclear submarine. Mm-hmm. But in terms of what the player can get behind the wheel of, we saw there our SDV. We've got plans maybe to offer, for example, that can take four crew aboard. We're looking at offering a more of an individual one, so just a single swimming aid for the player. I think maybe one thing that we can talk about right now, since it's on the screen, is we're seeing some effects from being shot. We're seeing the slight blur on the edge of the screen. I'd emphasize that this is
a feature that we've added. It's an improvement to the way we handle the health system. And what we're seeing now is our vision. This is our prototype implementation of how to improve the health system. When we've been shot, we're bleeding, so we're relaying that information visually to the player, and we'd have to put on a bandage to prevent our bleeding. Again, I would emphasize, we're not talking about regenerative health here. You know, if we get shot, we're going to need to get a medic to go. Excuse me. We're going to have to get a medic to come across and assist us. So it's, yeah, I would just useful maybe to make that point as we're seeing it on screen. So, jetzt hat Jay eine ganze Menge erzählt. Wir waren bei U-Booten gestartet. Es wird ein großes U-Boot im Spiel. Das gibt es schon als Modell, das ist aber noch nicht spielbar. Man überlegt gerade irgendwie, wie man es spielbar machen könnte, ob man da irgendwie dann das mehr oder weniger auch als Truppentransport benutzen kann oder ob es noch eine kleinere Variante gibt. Ist aber alles noch in der Entwicklung. Und was ebenfalls noch in der Entwicklung ist, da sind wir dann, dass Jay dann danach drauf zu sprechen gekommen, ist das ganze medizinische Feedback-System. Wir sehen hier ein bisschen diese Blurry-Effekte. Wir sind also getroffen worden. Das Bild hat so ein bisschen so wie so einen Pulsschlag, der uns deutlich macht, okay, wir sind verletzt. Da arbeitet das Team momentan gerade daran, diese ganzen Feedback-Mechaniken für, okay, wie bin ich verletzt, wie stark bin ich verletzt, zu überarbeiten. Das ist alles noch Prototyp, noch ganz, naja, ganz frühe Entwicklungsphase ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist alles noch Work in Development. Also es wird alles noch überarbeitet, alles noch getestet. Deshalb ja auch unter anderem einer der Gründe für die Community Alpha, um zu gucken, okay, wie kommen diese Sachen, wie funktionieren diese Sachen, wie kommen diese Sachen an, was müssen wir ändern. Und er will auch nochmal ganz klar machen, Arma hat kein automatisches Heilen, no, also kein Auto-Healing, wie man es aus Call of Duty oder Gears of War kennt, also wo man sich mal kurz hinsetzt und nach ein paar Sekunden ist alles wieder in Ordnung. Also wir bleiben hier der Serientradition treu, dass das schon sehr knallhart ist, wenn du da getroffen bist, dann hast du Probleme. Und brauchst also zum Beispiel auch einen Medic, also einen Sanitäter, der dich heilt. Und an diesem ganzen System feilen sie momentan noch, aber das soll nicht bedeuten, dass es dadurch anspruchsloser oder solche Sachen wird. Wir haben es gerade ein bisschen gesehen, diese ganze Wasser-Engine ist auch sehr neu, sieht sehr schick aus. Auch neu sind zum Beispiel diese MFDs, Multifunktionsdisplays. So, Jay, we saw in the vehicles, you now have MFDs, Multifunctional Displays. That's completely new as well, or at least partly. The Apache, for example, had something like that. No, you're right to say it's completely new. It's interesting to talk about. It's our render to texture displays. That's the technical term. Basically, it means we can have multiple cameras in the scene and display that and relay that information to the player. We're seeing it here implemented for the SDV. It gives you the camera out the front, but we can also see in the commander seat beside us, we can use it to look through the periscope without going into the traditional optics view. It helps sort of bind the player to the world a little bit more naturally. It's more organic maybe to look at a screen in the screen than to switch your optics up. And although obviously that option is still there when you want to see it more specifically like this. Was wir, genau, also diese Displays sind neu, da ist zum Beispiel auch neu, dass man Kameras am Fahrzeug positioniert hat, um zum Beispiel nach hinten zu schauen oder wie wir es jetzt sehen, durchs Periskop zu blicken, denn wir sind mit dem Fahrzeug immer noch unter Wasser und schauen einfach eben oben raus. Das ist auch einer der Gründe, warum sie es eingebaut haben, ist, dass sie gesagt haben, man will jetzt nicht unbedingt, dass die Spieler immer in die Außenperspektive oder so schalten. Wie kann man das Problem lösen? Okay, man gibt einfach mehr Perspektiven in das Fahrzeug hinein. Und wir werden das nachher in dem Fahrzeugteil dieser Präsentation noch sehen, denn da gibt es auch Fahrzeuge mit so kleinen Displays, wo man eben schauen kann, was ist hinter einem. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. So, all the interface we are seeing right now, the menus and everything, this is still very much work in progress, if I understand it right. Yeah, that's right. Again, part of our intention for Arma 3 was to improve elements like the user interface. That starts with the main menu, how you navigate the game and get to the content you want. And it also applies to the in-game menus. We can see in the top right-hand corner of the screen a new weapons display. And we're in the process of overhauling these things, and again, something that we want to roll out for the community alpha and hopefully get some positive feedback on.
Also wie gesagt, die ganzen Oberflächen, also das ganze Interface ist alles noch in der Bearbeitung, dafür auch die Community Alpha. Das kann man jetzt hier, wenn man das Material hier sieht, nicht oft genug sagen, das ist nicht final, da sind sie sehr dran. Es ist ihnen auch sehr bewusst, dass die ganze Art und Weise, wie Informationen vermittelt werden im Spielen, dass das was sehr Wichtiges ist und dass das was ist, woran sie arbeiten müssen, dass das auch eine Schwäche ein bisschen der Serie war. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal in den nächsten Teil dieser Präsentation, woran man noch so arbeiten kann, nämlich am Licht. Und deshalb gehen wir im nächsten Teil in eine Nachtoperation und werden uns mal die neuen dynamischen Lichter anschauen. Und ich glaube, da werden wir auch mal gegen andere Soldaten kämpfen. So in the next part we are going to see a night operation. We are going to talk about the new lightning engine or the changes to the lightning engine. And we're going to see a little infantry fighting. Yeah, a little bit at the end, hopefully. Okay, also wir werden am Ende der nächsten Präsentation in den Nachtoperationen ein bisschen kämpfen. Hoffen wir zumindest, dass wir so weit kommen, dass wir so lange überleben. Und wenn ihr wieder dabei seid, dann würden wir uns freuen. Bis dahin, macht's gut.